Und nochmal nachgefragt bei Boris Forman, Politikwissenschaftler am Bard College in Berlin. Herr Forman, woran hat es denn gelegen, dass wir jetzt dieses Ergebnis haben? Lagen die Meinungsforscher da so falsch oder haben sich viele Amerikaner vielleicht doch noch auf den letzten Metern umentschieden? Ich glaube, man lag kollektiv falsch in den Umfragen. Man hatte schon zweimal gesehen, 2016 und 2020, dass man Trump unterbewertet hat. Man muss ja immer bei diesen Umfragen gewichten, um auf die Gesamtbevölkerung zu kommen. Und da hat man zwischendurch spekuliert, na, vielleicht hat man da überkorrigiert. Vielleicht hat deswegen Harris doch eine ganz gute Chance. Dem scheint nicht so gewesen zu sein. Trump wurde wieder unterbewertet und hat jetzt so gut wie alle Swing States gewonnen. Und es sieht nach einem sehr deutlichen Sieg aus. Viele Amerikaner sagen ja, sie haben sich deshalb für Donald Trump entschieden, weil er eben durchgreift und weil er macht, was er sagt. Was kommt denn jetzt auf die USA zu in jeglicher Hinsicht, vor allem vor dem Hintergrund der vielen Drohungen, die er ja ausgesprochen hat an seine inneren und äußeren Feinde, wie er selbst sagt? Ja, ich glaube, die Drohungen muss man schon ernst nehmen. Wir haben in den ersten 4 Jahren gesehen, dass er das, was er angekündigt hat, normalerweise auch umgesetzt hat. Was man sich eigentlich auch wünschen würde von einem Politiker. Aber er hat natürlich auch einige sehr problematische Dinge angekündigt. Zum Beispiel, dass politische Gegner ungeziefer seien und hat auch mit Gewalt gedroht. Also da sind so ein paar Dinge im Inneren, die sehr problematisch sind. Es wird eine vermutlich komplette Auseinandernahme des regulatorischen Staats geben. Also wahnsinnig viel Regulierung. Einige Agenturen hatten sich schon nach der ersten Amtszeit nicht erholt unter Biden. Wir werden da libertäre Züge in der Marktwirtschaft sehen. Also ich glaube, eine sehr marktradikale Position, die leider vermutlich auch die Ungleichheiten, die auch teilweise der Grund sind dafür, dass Trump so erfolgreich ist, noch weiter vertiefen. Nach außen natürlich sehen wir ähnlich nochmal eine Radikalisierung. Die Gegengewichte, die man noch gesehen hat in den ersten 4 Jahren, sind jetzt weggefallen. Und Trump wird sicherlich sehr auf den eigenen Vorteil auch in den außenpolitischen Belangen bedacht sein. Ja, Thema Außenpolitik, da schauen wir doch zunächst mal auf die Ukraine. Für die ist ja dieses Wahlergebnis, sagen wir es ganz offen, eine Katastrophe. Was glauben Sie denn, wie wird sich Trump verhalten? Wird er das, was er angekündigt hat, nämlich die finanziellen Hilfen zurückzufahren, wird er das umsetzen? Davon gehe ich stark aus. J.D. Vance hat es auch sehr deutlich artikuliert. Man möchte sich auf die USA zurückbesinnen. Man kehrt sich auch ab von der Führungsrolle und dem Führungsanspruch, den man jahrelang darüber auch definiert hat, dass man eben eine führende Demokratie gewesen ist. Also in der Ukraine sieht man nicht die Bedeutung für die eigene Geopolitik und für die eigene Demokratie und sagt, das ist eigentlich nicht unser Problem. Darum müssen sich andere kümmern. Also ich denke durchaus, dass das für die Ukraine ein sehr schlechtes Zeichen ist. Bislang galten die USA ja als Garant für Demokratie und Sicherheit. Sind sie jetzt ein Risikofaktor geworden für den Rest der Welt, für deren Stabilität? Ja, ich glaube, in zweierlei Hinsicht eigentlich. Also zum einen sind die internationalen Institutionen ja sowieso schon angeschlagen. Und wenn sich die USA noch davon abwenden, die ja diese Institutionen auch aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat das sicherlich auch Konsequenzen für die Stabilität, auch natürlich vor allem, was die NATO angeht und die Bereitschaft der USA, sich im Bündnisfall dann einzusetzen für die europäischen Nationen. Aber gleichzeitig unterminiert man natürlich eben auch genau diesen Führungsanspruch, da selbst als Demokratie mit gutem Beispiel voranzugehen. Und den hat man eben daraus abgeleitet, dass man sich als Vorbild und als vorbildliche Demokratie gesehen hat. Ich glaube, man läuft da auf eine Legitimitätsfalle zu. Diese Abkehr von der Führungsrolle, von der Sie vorhin gesprochen haben, wie passt denn das zusammen zu diesem Slogan Make America Great Again? Ja, es ist paradox. Also es ist zum einen natürlich eine Rückkehr zu sich selbst, eine Art Nabelschau auch, dass man sagt, unsere Wirtschaft ist die wichtigste, wir sind wirtschaftsnationalistisch, wir kehren uns ab vom Freihandel. Dass man den Freihandel ohnehin als Problem gesehen hat, das ist natürlich verständlich, weil die Einkommensungleichheiten auch dadurch bedingt gewesen sind in den letzten 30, 40 Jahren. Aber man unterminiert natürlich genau die Stellung, die man international hatte, die einen überhaupt erstmal great hat werden lassen. Also die Hoffnung, dass man sich da irgendwie am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zieht, halte ich für problematisch. Ich höre daraus, es ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, was in den kommenden 4 Jahren passiert. Boris Forman vom Bard College Berlin, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke Ihnen.